Ich heiße Abrahim Yusuf, bin 38 Jahre alt, in der Nähe von Tisabai geboren. Hier arbeite ich als Touristenführer bei den blauen Nilwasserfällen. Als Touristenführer verdiene ich ca. 35 Euro im Monat. Wir Touristenführer haben uns zu einem Bund zusammengeschlossen. Insgesamt sind wir 14. Hier arbeite ich 2 Tage die Woche. Die restlichen Tage bin ich zu Hause. Es wächst alles zusammen. Wir leben in einer Welt. Früher war das anders. Da lebten die Menschen in verschiedenen Welten. Sie hatten keinen Zugang zu guter Bildung, hatten kein Gesundheitszentrum. Das hat sich positiv verändert. Es gibt ein Krankenhaus, Straßenhotels und noch vieles mehr. Ich verdiene ganz gut als Touristenführer. Und ich lebe mit meinen Eltern und meiner ganzen Familie zusammen. Das hat sich positiv verändert. Wir sind jetzt zufrieden. Injera mit Lamm, also Fladenbrot mit Fleisch, das mag ich gerne. Ich beschäftige mich mit Computern. Ich studiere Informatik an einem privaten College. In der Stadt Barda möchte ich gerne ein Internetcafé eröffnen. Denn viele Touristen besuchen Barda, aber es gibt noch nicht viele Internetcafés. In Afrika möchte ich gern Südafrika besuchen, weil Südafrika sich verändert hat. Früher gab es dort die Apartheid. Heute leben die weiße und die schwarze Bevölkerung als Freunde, als Familie zusammen. Das möchte ich gerne sehen.